Ja, einen wunderschönen, ja, für viele von euch dritten Teil am heutigen Sonntag. Ich begrüße ganz herzlich Roy, die 50% der Mantiker, die zweiten 50% der Mantiker des heutigen Tages. Einen schönen Sonntag, lieber Roy. Hallo, Christopher. Bisschen zeitversetzt werden meine Lippen kommen, Das gibt sich aber mit der Zeit. Wir sind sowieso etwas zeitversetzt, eine kleine Verspätung. Ich hoffe, ihr seht uns das nach. Aber wie ihr schon mitbekommen habt, ich bin gerade in München und hier ist alles nicht so auf mich abgestimmt, wie ich mir das wünsche. Ich hoffe, bei dir, Ro, ist alles im grünen Bereich. Ja, ich war heute schon draußen, habe mir das Fußballspiel des Sohns mit Freude angesehen. Also sie haben zwar knapp verloren, also es war wirklich in der dümmsten letzten Sekunde, wo sie noch die anderen, aber sie haben 80% super gespielt und auch wenn das erst 14-Jährige waren, es war wirklich auf hohem Niveau, also hat Spaß gemacht zuzusehen. Ja, Klasse. und ich bin auch mit dem Fahrrad hingefahren. Also ich habe schon etwas für meinen Sport gemacht diese Woche. Also ja, ich kann mich schon wieder zurücklehnen. Kannst dich schon wieder gemütlich zurücklehnen und dich deiner zweitliebsten Beschäftigung des Tages widmen, nämlich den traditionellen Orakelkarten. Und wir sind natürlich hier in unserer Reihe schon, ja, es ist unsere dritte Episode. Und wir machen ja in jeder Episode zwei Karten. Die traditionellen Orakelkarten, hier habe ich sie nochmal aus der Schachtel, sind sie natürlich schon entnommen bei mir. Hier ist die Schachtel zu sehen. Da hast ja du und da haben Kirsten und du ja ein Buch dazu geschrieben. Sie sind unlängst wieder erschienen. Und da ist das Heftchen dazu. Und ich freue mich natürlich, dass wir diese Reihe Ja, fortsetzen. Buch. Was habe ich gesagt? Heftchen. Heftchen. Also, Das Heftchen hat über 120 Seiten, ne? Also. ein geheftetes Buch. Wollte ich sagen. geheftetes Auf alle Fälle ein doch sehr ausführliches Buch, man muss es sagen. Indem man tatsächlich zu jeder Karte vor allen Dingen sehr moderne Impulse bekommt. Denn diejenigen, die die Serie jetzt schon von Anfang an verfolgen, die wissen natürlich, die traditionellen Orakelkarten stammen aus einer Zeit, die mit unseren heutigen Werten und Wertvorstellungen, naja, hin und wieder noch übereinstimmt, aber doch auch sich unterscheidet. Und dennoch ist es euch eben gelungen, mit diesem Buch moderne Deutungen hineinzulegen, sodass dieser ganze Charme der traditionellen Orakelkarten auch für die moderne Zeit verwendet werden kann. Ja, und wir haben natürlich mit diesen gehefteten, eigentlich ist es ja gebunden und nicht Es ist geheftet, nicht mehr, es ist gebunden, ja. mit dem gebundenen Buch haben wir was sehr Modernes gemacht. Das sind ja nur 50%. Wir haben ja, wer das Buch richtig liest und das Passwort findet, kommt in den geschützten Bereich unserer Homepage von den Mantikern und kann dort dann die anderen 50% des Buches finden. Und ja, das ist schon sehr modern. Wir haben erst diese Woche neue Videos dazugefügt. Also das Buch lebt im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich kenne wenige Sachbücher in unserer Branche, die das haben. Also ich denke mal, das heißt, du sagst, die 52% findet man drin, aber könnte, da das ja ein wachsendes Projekt ist, auch durchaus vom Umfang her immer größer werden. Es lohnt sich also sozusagen. Man könnte sagen, das ist sozusagen der Schlüssel. Das ist schon mal der Appetizer. Wer den Schlüssel knackt, der taucht noch tiefer in den Kaninchenbau der Orakelkarten ein. Der Orakelküche. Genau, der Gruß aus der Orakelküche. Und wir wollen natürlich auch euch für die Orakelkarten hier erwärmen. Mich sowieso. Ich bin da ja völlig unbedarft rangegangen an das Projekt.
Ich interessiere mich ja für alles, was orakelig ist. Und die Orakelkarten waren für mich bislang und sind es noch zu einem großen und weiten Teil ein Buch mit 7 Siegeln. Aber ich hoffe mir ja auch durch die Reihe mit dir, Roé, dass ich sozusagen einen klitzekleinen Einblick bekomme und mich auf dem Weg der Eingeweihten befinde oder der zu Einweihenden befinde. Ja, ich lasse dich ab und zu ein bisschen in die Orakelküche gucken. Genau. Also ich freue mich auf alle Fälle sehr, denn die letzten Male haben schon gezeigt, unsere Gespräche drehen sich auch viel um auch um diese Zeit. Also ich finde, ich mag diese, das ist ja 19. Jahrhundert, ich mag diese Zeit. Wir sind in einer Zeit, in der dieser ganze Charme durch diese Karten durch, also der ganze Charme dieser Zeit spricht durch diese Karten durch. Wir kommen da gar nicht dran vorbei. Ich glaube, man kann die Karten am besten verstehen, wenn man sich auch ein bisschen mit der Zeit beschäftigt. Das ist wahrscheinlich bei den beiden heutigen Karten auch so. Ja, also wir sind dann wieder bei einem unserer Slogans. Du kannst nicht in die Zukunft gehen, wenn du nicht deine Vergangenheit kennst, oder du kannst nicht wachsen ohne Wurzeln. Und wenn du nur Wachstum ist nur durch Kenntnis der Mächtigkeit deiner Wurzeln gegeben. Und da ist es mit diesen Karten umso wichtiger zu wissen, wie war denn diese Zeit, nicht um sie zu kopieren, sondern um mit ihr zu wachsen. Ja. Vielleicht auch nicht die gleichen Fehler zu machen. Und es wäre wünschenswert, wenn die Menschheit da ein bisschen zurückschauen würde und nicht die gleichen Fehler machen würde. Ja, Aber kommen wir mal zu den Karten. ich glaube, das bleibt vielleicht auch ein frommer Wunsch, was aber auch zu den Karten passt. Denn wenn wir uns mal die Karten anschauen, ich habe sie hier jetzt beide mal in die Präsentation eingefügt. Erstmal, Roé, warum hast du, weil die Zusammenstellung, der ist immer diese Kartenpaare, das hast ja du dir überlegt. Gibt es irgendeinen Grund, einen speziellen, warum du die beiden Karten ausgewählt hast als ein Paar? Ja, also wir haben in diesen Formen der Orakelkarten Bilder mit Personen und Bilder mit Analogien, mit Sachen, die wir sehen. Und ich möchte das ein bisschen auseinanderhalten, und da ist es eben unabänderlich, dass man hergeht und sagt, ja, wir haben Personen oder Karten, die personenbezogen sind, und da sind wir gerade eben mittendrin. Und darum haben für mich diese beiden zusammengepasst, denn das Kind kann zum Geistlichen werden, aber der Geistliche ist ohne Kind nichts. Und so gehören die auch zusammen aus diesem Kontext. Und ich möchte hinzufügen, auch wenn wir im Moment so eine unerfreuliche Aufarbeitung einer sehr noch sehr starken christlichen Gemeinschaft haben. Es ist nicht mit diesem Kontext gegeben. Ich habe auch Ja, das gerade erst möchte ich auch gestern, habe gleich ich darauf. gelesen, zum ersten Mal in der Geschichte, in der überlieferten Geschichte sind in Deutschland zumindest weniger als 50% der Bevölkerung in Kirchen organisiert. Also das ist das erste Ja, Mal, dass das letzte Mal vor 1700 Jahren, oder? ich meine, es gab ja Zeiten, da war es 100% und dann auch nur eine Glaubensrichtung. Jetzt sind wir sozusagen an einem Zeichen, wo vielleicht auch gerade der Geistliche, das ist ja auch schon ein bisschen aus der Zeit gefallen für uns, ne? Es hat ja, du hast es so andeutet, so manchmal sowas Verruchtes, ein bisschen sogar, das ist alles Zeitgeist. Lass uns mal bitte all diese Bilder, die Zeitgeistbilder aktuell weg. Wir sind hier im 19. Ja, Jahrhundert und ich glaube, wir kommen da gut hin, wenn wir den Geistlichen nicht nur als den katholischen Priester sehen, der abgebildet ist, sondern als ein Prinzip. Aber welches wäre das? das Prinzip wäre eigentlich das, was eigentlich wirklich hinter der Karte steht. Das ist der geistliche oder der Seelenführer. Und wir sehen ja auch schon, was er in der Hand hält, nämlich er hält das Allerheiligste in der Hand. Nämlich ein Gefäß gefüllt mit dem Leib Christi. Die Ja? Monstranz. Und genau, die Monstranz. Und dieses Gefäß ist halt während der Wandlung das Heiligste, was eine Kirche zu bieten hat, neben dem Blut Christi im Kelch. Ja, auf das komme ich noch zu sprechen. Ich habe natürlich auch wieder ein paar Bilder vorbereitet
Und Sehr schön. da werden wir uns die Monstranz auch nochmal genauer anschauen. Das heißt genauer anschauen. Wir werden sie einfach nochmal da als Thema, warum diese Monstranz in dem Bild auftaucht. Uns interessieren ja auch die Symbole auf den Bildern. Also wir haben das Kind, wir haben den Geistlichen. Wir könnten natürlich auch sagen, im Sinne einer Polarität, wir haben etwas ganz Junges und wir haben einen Mann in der Reife abgebildet. Der Geistliche ist hier jetzt kein junger Priester, sondern es ist ein älterer Herr. Wir haben also etwas ganz Neues, was gerade ins Leben tritt, und wir haben etwas, was sozusagen ja auch ganz versunken auf etwas blickt, wie jemand, der auch zurückblickt auf etwas. Also mir kommt das so vor, vielleicht liegt es auch nur daran, dass die beiden jetzt gerade nebeneinander liegen. Das hat mit dem zu tun. Aber der Geistliche als solches blickt ja nicht zurück, sondern er blickt versonnen in seine Handlung, die er im Begriff ist, vorzunehmen. Ja, und das Kind blickt, wer weiß wohin. Weiß wohin. Was Kinder halt so tun. Und vor allen Dingen in dem Ja, Stadium. wenn es Es in der ist ja Wiege eher ein liegt. Säugling, ne, den wir da sehen. Dann lass uns doch Ne, mal in Baby. die Fachbegriff Baby, Christopher. Baby. Er ist älter wie 6 Monate, Ach sieben so, Monate. das musst du mir nachsehen. Zwischen Säugling und Baby besteht bei mir kaum ein Unterschied. Ein kleiner Mensch, würde ich mal sagen. Ein So ist es Neugeborenes. formal korrekt. Formal korrekt. Ich wusste nicht, dass es da sogar Normen gibt. Aber man lernt nie aus. So, da würde ich mal sagen, was kommt zuerst, Baby und dann Säugling? Nein, zuerst kommt das Säugling, dann das Baby, oder? Zuerst kommt der Säugling, man sagt bis 12 Monate und dann wird es Baby. Eben Und das das, was wir Säugling. jetzt. So. Und was wir jetzt hier sehen, ist aber ein Baby. Ist ein Baby. Alles klar. Gut, dann schauen wir mal hier. Wenden wir uns mal diesem Bild zu. Das ist jetzt ein Baby oder ein Säugling, Roy? Das musst du mir sagen. Warte mal, Glaskugel, kann ich dir nicht sagen. Wenn wir den Haarwuchs, das könnte auch bereits über 12 Monate, aber ich glaube, das ist noch ein Säugling. Würde ich jetzt mal so von meiner Warte aus sagen. Aber Viola hat es richtig geschrieben, Säugling wird ja noch gestillt. Und ich hoffentlich Dankeschön. nicht gesägt, sondern gesäugt. Aber ich weiß, Viola, du hast nur ein U vergessen. Ja, in jedem Fall, dieses Kind, was wir hier in einer Art Wiege haben, ich habe es einfach mal genommen, das Bild, weil ich es ganz niedlich fand, weil man in ihm vielleicht eines dieser Prinzipien erkennen kann, für die vielleicht diese Karte steht, wenn ich das richtig verstanden habe. Nämlich, dass etwas ganz neu beginnt. Ich finde, so ein Kind, da ist noch alles offen. Ne? Es braucht andererseits aber auch noch die helfende Hand. Es ist also noch abhängig. Es ist also nicht etwas, was von sich aus und alleine existieren kann. Es braucht entweder Futter oder es muss gesäugt werden oder wie auch immer. Und gleichzeitig ist in diesem Gesichtsausdruck einfach alles offen. Also da ist noch so eine Freude daran, in der Welt zu sein. Ja, das ist etwas, was ich mit diesem Bild verbinde. Ja, es ist auch eine Form der Abhängigkeit. Es ist auch eine Form des Ich vertraue voll und ganz. Ja, ich vertraue voll und ganz und nehme dieses Vertrauen auch an. Wir haben das ja Genau. hier in, das Kind liegt ja in der Wiege. Ich weiß nicht, ob heutzutage noch so Wiegen üblich sind. Wahrscheinlich seltener wird man sie finden. Ich kenne es jetzt nicht. Vor allen Dingen diese Wiegen, die sind ja dann oft auch eben hier so aus Holz gemacht. Und aber ich weiß nicht, wo werden Säuglinge heutzutage gebettet? Wahrscheinlich eher es gibt so In Säuglingsbetten. Maxi-Cosi. Im Maxi-Cosi, genau. Auf alle Fälle ist es ziemlich weich gebettet. Es hat ja noch nicht so viel Radius, noch nicht so viel Spielraum. Aber es hat dafür ein großes Vertrauen darin, dass es in dieser Wiege nicht allein gelassen wird, denke ich mal. Wobei wir Ja, niemanden und diese sonst Wiege sehen. hat ja diese, so, jetzt stimmt meine Kamera auch wieder. Diese Wiege hat ja auch einen speziellen Hintergrund.
Es beruhigt das Kind durch diese Wiegepositionen, ne? Weil Hörst du das mich Kind, noch? Ja. ich höre dich noch, ja, weil es sich sozusagen, weil es hin und her bewegt wird. Genau, das war ja der große Vorteil dieses Kinderbettes. Ne? Man konnte das Kind drinnen beruhigen, indem man es in den Schlaf gewiegt hat. Ne? Schlangenelixier und Bärenstärke schreibt, es gibt inzwischen so Wiegen mit elektronischen Motoren, die auf und ab bängeln. Was bängeln ist, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich ist das dieses Hin- und Her-Wiegen ist damit gemeint. Also ich meine, das ist wahrscheinlich eine Rückerinnerung daran vom Mutterleib, dass wir da sozusagen immer in dieser Flüssigkeit immer so hin und her geplätschert sind und so macht das so einen sanften Wellengang wahrscheinlich nach. Wenn du heute diese Kind, also Säuglings-Baby-Tragen anschaust, diese bekannteste ist die Firma Maxi-Cosi, die ist unten auch nicht gerade, sondern hat da so die Möglichkeit, dass du das Kind wiegen kannst. Und zwar aber nicht seitlich, wie wir es auf der Karte sehen, sondern der Längs nach, also Längsseite nach. Wie könnten wir jetzt schon von diesen ersten Eindrücken etwas auf den Inhalt dieser Karte schließen? Weil, sagen wir mal so, als unbedarfter Orakelkartenneuling würde ich natürlich sagen, wenn die auftaucht, dann steht eine Geburt ins Haus. Könnte man ja sagen. Aber ich habe natürlich in euer Ja. Buch schon geguckt und weiß, dass das nicht die vorrangige Bedeutung ist. Aber ich tue mal so, als ob ich nicht in euer Buch geguckt hätte. Ja, kann man sagen. Also das heißt tatsächlich, in bestimmten Kontexten würdest du das sogar so deuten. Also angenommen, jemand würde kommen und würde sagen, Ja. steht eine Geburt ins Haus, wir wünschen uns ein Kind und dann liegt das Blatt und dann würdest du sagen, ja, je nachdem, nach Kontext. Ja. Ist auch schon passiert, allerdings habe ich dann gesagt, wartet besser noch 2 Jahre. Die Drei Zusatzkarte Jahre musstest du später haben sie mir das Kind präsentiert, dann war es ein halbes Jahr alt. Also ich lag nicht ganz falsch. Also das heißt, du hast dann aus Zusatzkarten noch den Zeitraum näher beschlossen, oder Ja, was? ich hab ihnen eins aufs Auge gedrückt. Hat ihnen in dem Moment nicht gefallen, aber wie sie dann 3 Jahre später mich gesehen haben auf einer Veranstaltung, dann haben sie mir ihr Kind präsentiert. Und das hat mir als Feedback sehr gut gefallen, weil dann Klar. war für mich die Bestätigung da, ja, die Karten haben eben diese Wahrheit. Also das heißt, es könnte ganz konkret ein Kind sein, aber wie ich es verstanden habe, es gibt auch eine abstrakte Bedeutung. Yes. Und die hat was mit dem Thema Geburt zu tun, würde ich sagen, im Mit weitesten Sinne. dem Thema werden. Und wie Ja. würdest du das so vielleicht mal in wenigen Sätzen umschreiben? Man kann das ganz einfach und knapp sagen, es entwickelt sich etwas. Ja, das wäre der Punkt, den wir da mit dieser Karte einfangen können. Und dann würde ich jetzt sagen, es würde für mich bedeuten, es entwickelt sich. Das heißt, es entwickelt sich ohnehin von alleine. Also das heißt, der Impuls zur Entfaltung ist da. Aber es muss noch geschützt und gehegt und gepflegt werden. Aber die Entwicklung kann Ja, man das nicht kommt dann immer beschleunigen. mit den Kombinationen drumherum. Aber ist es etwas, was ich Aber anstoße oder etwas, was auf mich zukommt eher? Da das finde ich, kommt auf die Karten drauf kommt an, auf die die Karten drumherum drauf an. liegen. Aber es ist immer, grundsätzlich ist es der Impuls, der beginnen, der uns die Erlaubnis gibt zu beginnen. Ob ich das dann forciere oder mich dezent zurückhalte, aber den Impuls habe ich. Was ich ganz spannend finde, ist, wenn man sich das anschaut, das Ganze spielt, ich habe natürlich jetzt hier eine moderne Variante genommen, aber das Ganze ist sozusagen in einem Haus. Man muss ja bei solchen Karten auch immer gucken, wo ist das Ganze. Das haben wir ja schon gelernt, na, der Geliebte und die Geliebte, die treffen sich im Park. Hier, das Kind wird nicht im Kinderwagen durch die Gegend geschoben, sondern liegt in der Wiege zu Hause. Teppichboden, schwere Vorhänge, sicherlich Geschmack der Zeit, die Spitzenvorhänge noch dazu, ein Fenster. Ja, wir haben zum ersten Mal den geschützten Bereich. Wir hatten beim Geliebter hatten wir
den öffentlichen Raum. Bei der Witwe, beim Witwer hatten wir den öffentlichen Raum, den Friedhof. Und jetzt haben wir das erste Mal den geschützten Bereich, das Innenleben eines Hauses. Also auch wahrscheinlich das Wohnzimmer, etwas, wo man sich vielleicht trifft. Möglich, ja. Daher mein Bild, das ist eher vielleicht Generation IKEA verkörpert und nicht so sehr die das 19. Jahrhundert, rein von der Geschmacksrichtung her. Aber für mich ist es eine ganz wichtige Erkenntnis, dass dieses Neue eben auch seinen geschützten Bereich braucht. Also das heißt, allein der Teppich macht bei mir schon sowas. Der Teppich dämpft ja diese Wiege ab. Er bietet aber auch bietet noch mal so eine Art geschützten Bereich im geschützten Bereich. Das Kind liegt nicht Es direkt am Fenster. isoliert Genau. gegen unten, gegen Feuchtigkeit, es isoliert gegen Kälte. Ne? Also von daher gesehen ist es nochmal ein zusätzlicher Schutz für dieses junge Leben, für dieses junge Und Wesen. wenn man die Wiege sich anschaut, die hat ja auch so Symbole drauf, und zwar Rosen. Und die Rosen tauchen ja auch am Fenster auf die komme ich gleich nochmal. Aber es gab mal eine Ausstellung in München, im Fischerei- und Jagdmuseum. Die machen öfters auch so Ausstellungen zum Thema Bräuche und Traditionen. Und dort habe ich so alte Wiegen gesehen. Und auf diesen alten Wiegen waren ganz häufig so Schutzsymbole angebracht. Also zum Beispiel ein Pentagramm oder etwas in dieser Art. Weil man natürlich nicht nur gegen was soll man eigentlich schützen, aber man hat natürlich auch, sagen wir mal, Angriffe aus der geistigen Welt sich vorstellen können, aus Ja, der Teufel wir oder dürfen irgendwas in der eins nicht Art. vergessen. Die Karten wurden zu einer Zeit gemalt, da war noch nichts mit Schutzimpfung von neuen Junggeborenen, sondern da war also da hast du dich darauf verlassen müssen, dass dem Nachwuchs nichts passiert, weil der Nachwuchs war im Prinzip deine Versicherung, weil die haben dann gearbeitet, wenn die Eltern alt waren. Und das darf man eben nie außer Acht lassen. Und das ist natürlich auch mit der Punkt, warum es wichtig war, dass man viele Kinder hatte. Und wenn man nur in den frühen Teil des 20. Jahrhunderts geht, da war es am Land möglich, dass die Familien 10 und 15 Kinder hatten und nicht nur eins. Ich finde es auf alle Fälle interessant, auch dass eben hier auch angedeutet wird, alles zu tun, um dieses, was sich da entwickeln möchte, zu schützen, abzusichern. Es braucht es. Es ist eben auch dieser Zustand der Abhängigkeit. Und entsprechend, wenn ich das nächste Bild jetzt zeige, da habe ich eben die Rosenknospen gewählt, weil sie mich an das erinnern, was da steht. Auch hier diese Rose, die ist ja, ich weiß nicht, ob man es gut sehen kann. Ja, man kann es wahrnehmen. Jetzt zu bleiben, Christopher. So bleibe ich, bis mir der Arm abfällt. Da sind auch Knospen dran, aber da wächst so ein Pflänzchen ran, braucht auch Licht, aber es ist noch im Topf, es ist auf der Fensterbank, es ist nicht draußen im Freien, sondern es braucht sozusagen, vielleicht wird es Geschützt. irgendwann ausge, aus, aus, vielleicht wird es irgendwann ausgepflanzt, aber hier ist es an der Fensterbank zu sehen. Und in eurem Buch schreibt ihr ja auch, dass das sozusagen ein Abbild ist von dieser Situation. Auf dem Fenstersims gedeiht ein Rosenstock im hellen Licht und das bringt ihr eben in Verbindung mit dem Wachstum. Wachstum. Ja? Das ist etwas, was noch eine Knospe ist und dann erst aufblühen wird. Sehr schön. Bauernmalerei war doch auch oft auf Wiegen. Ganz genau, liebe Anna. Und diese Bauernmalerei hat eben oft auch Schutzsymbolcharakter. Die Rose selber ist natürlich auch ein Schutzsymbol, weil sie für die Jungfrau Maria steht, die natürlich als die große Beschützerin des neuen Lebens fungiert. Also sie ist diejenige, die natürlich auch die Kinder schützt, wenn man so will. Natürlich die Wiege ist auch ein Schutz. Zur Wiege schreibt ihr ja auch in dem Buch, wird auch von Moses im Weidenkorb gesprochen und so weiter. Also das ist natürlich auch etwas, was gegen die Unbilden der Gegenwart schützt. Dieses, naja, sagen wir mal, als Handlungsaufforderung wäre das, wenn du eine neue Idee hast, korrigiere mich, wenn ich Blödsinn rede, wenn du eine neue Idee hast,
Schütze sie, hege sie, pflege sie, nähre sie, sie ist noch abhängig von dir. Nein? Ja. Gut. Ich schaue mal, ob ich noch ein Bild habe dazu. Aber ich glaube, dass das ein Bestimmt. relativ. Kann man dazu noch irgendwas sagen? Oder sollen wir Nee, schon im mal Moment nicht. zum Geistlichen Ja. überwechseln? Ich Wechseln zeige wir euch zum jetzt Geistlichen. noch mal den Geistlichen. Auch hier wiederum vielleicht das, was die beiden Karten gemeinsam haben. Sie sind beide in Innenräumen. Das ist auch etwas, was mir auffällt, nur natürlich komplett anders. Einmal haben wir die gute Stube und einmal sind wir hier. Wir sind also in einer Kathedrale. Wir sind in einem auch wieder geschützten Raum. Diesmal schützen wir aber nicht Personen, sondern wir schützen, ja, doch hat man auch, wenn man an die Kirchenburgen in Siebenbürgen denkt, hat man auch früher Leib und Leben geschützt. Ja, oder Aber eigentlich schützt man ja an das den Glauben. Asylrecht, das Kirchenasyl, dass wenn du in eine Kirche konntest du dich zurückziehen und hattest Zuflucht. Ja. Und wenn du wenn du die Kirchentür berührt hast, warst du schon im geschützten Raum. Ne? Darum hatten die auch meistens Mauern außenrum. Ich weiß jetzt nicht, auf was sich Susanne bezieht. Auf meine Deutung der Karte. Da hast du nur Ja gesagt. Ja. Ich hätte sie auch politisch ausschmücken können, aber das war ja nicht Nein, alles notwendig. lieber nicht. Also schön finde ich, Anna spricht vom heiligen Raum und wir haben beim Kind eher, sagen wir mal, den privaten Raum, ja, der also ganz privat ist. Und das, was sozusagen die Kirche auch bedeutet, und du hast es vorhin ja angedeutet, was ist denn dort so zu schützen? Das ist eben dieses Wunder der Wandlung. Das braucht eben auch diesen Raum. Und da haben wir ja dieses Gerät, das dieser Priester in den Händen hält. Ich habe mal ein anderes Modell mitgebracht, aber das erfüllt dieselbe Funktion. Ich als Nicht-Katholik kenne das natürlich nur aus Erzählungen und aus Abbildungen und im Museum. Live habe ich es noch nicht gesehen, außer bei Prozessionen, da wird das auch manchmal genutzt. Monstranz nennt sich das Ding und es wird die Hostie darin transportiert, gezeigt. Das Wort Monstranz kommt ja von Monstrare und heißt zeigen. Ganz genau. Und warum ist Und jetzt. ist eben, gehört eben zu den wichtigsten Utensilien einer Kirche. Weißt du denn, was diese Monstranz, warum man den Leib Christi zeigen muss? Das ist ja, ich kenne, wie gesagt, liturgisch weiß ich nicht, wann die eingesetzt wird. Also es ist ja immer ein Thema beim Abendmahl. Und in der katholischen Kirche ist es ein bisschen anders als in der protestantischen. In der katholischen Kirche, weiß nicht, wer das schon erlebt hat, da klingelt dann einer Ministranten das Glöcklein und das ist das Zeichen, dass der Leib Christi und das Blut Christi zu den Gläubigen kommt. Und es wird in Form dieser Hostie gezeigt. Und in Form des Kelches. Es ist bei den Katholischen ein bisschen anders. Da darf nur der Pfarrer saufen und die Gemeinde zugucken. Bei den Protestanten ist es anders. Da dürfen alle beides. Also da kriegst du zuerst die Hostie und dann den Schluck Wein. Die Anna schreibt, es durfte nie mit bloßen Händen angefasst werden. Das kommt noch dazu, eben weil es der Leib und das Blut Christi ist. Und da heißt ja eben, dass vergossen wird. Für uns zur Vergebung aller Sünden oder hast du nicht gesehen? Und darum ist es ja so ein wichtiger Prozess. In dem Moment wird der ja auch vergeben, ne? Weil da laut Überlieferung halt einer gestorben ist. Und ist sozusagen jetzt mal in einem übertragenen Sinne, wenn wir es jetzt mal nicht kirchlich liturgisch sehen, also dieser Geistliche,
der interessanterweise auch nicht Priester heißt, sondern einfach nur Geistlicher. Das finde ich auch mal bemerkenswert. Da in seinem kostbaren Ornat, der ist da sehr versunken darin. Es ist da so, ich habe nicht den Eindruck, dass er gerade jetzt, na, vielleicht wird das gleich der Gemeinde zeigen, man weiß es nicht. Aber ich Ja, habe oder so den, vielleicht zeigt es auch. oder er zeigt, wir sehen die anderen halt nicht, die sind da im Bildausschnitt nicht mit abgebildet. Aber er scheint ganz versunken auf das, was da in diesem Gefäß vorhanden ist. Also er ist eher für sich als jetzt für andere da. Ja, und es ist wahrscheinlich der wichtigste Moment, ja, für einen Gläubigen. Jetzt in dem Moment verbinde ich mich mit meinem Übergeordneten. Ja. Jetzt, im Prinzip kann ich jetzt den Kanal nach oben ist hundertprozentig geöffnet, wenn man das jetzt auf eine spirituelle Art und Weise sagen möchte. Ja, interessant. Also diese Karte verkörpert sozusagen einen sehr heiligen Augenblick auch. Definitiv. Kannst du so vielleicht ein paar Stichwörter nennen, wenn die jetzt gelegt würden? Worauf verweist diese Karte für dich? Auf das Vertrauen auf was Höheres, auf eine Form, ich darf mich wie das Kind in eine Form zurückziehen und mich kindlich verhalten. Ja, weil es gibt was Größeres, Höheres, was mich in dem Moment umgibt und schützt. Und ich habe im Prinzip auch, und da sind wir jetzt ein bisschen im Tarot drinnen, ich habe meinen hohen Priester, der mir vermittelt, was in dem Glauben eigentlich auch dahinter steckt. Das ist jetzt schon mal das Stichwort. Ich habe natürlich den Hohepriester mitgebracht. Jetzt hier in der Smith-Wade-Variante. Ich finde, ich habe mir die so mal so nebeneinander angeschaut. Ich muss sagen, der Geistliche ist mir persönlich sympathischer als der Hohepriester. Natürlich auch vielleicht, Ja. weil ich irgendwie merke, der Hohepriester im Tarot, der ist ja so, der fordert mich ja heraus. Der will mich ja sozusagen ich formuliere es jetzt mal so, in sein Dogma hineinbringen. Ja, der will mir jetzt das zeigen. Das ist der richtige Weg. Und ich habe hier beim Geistlichen eher so das Gefühl, er ist so in dem Wunder, das dort geschieht, versunken. Ja, dass er wie ein Vorbild eher wirkt auf mich mit Verbindung des Gottes. Aber er will mich jetzt nicht zwingen. Man darf auch nicht vergessen, dieser Geistliche zu dem Zeitpunkt, wo die Karte produziert wurde, stand er mit dem Rücken zur Gemeinde. Also das war noch vor dem Zweiten Ah, ja, Vatikanum. genau. Oder sogar noch vor dem Ersten Vatikanum. Und der stand mit dem Rücken zur Gemeinde und der hat auf Latein gepredigt, nicht auf Deutsch. Jetzt ergibt es Sinn. Ist es spannend, dass du das sagst, weil ich finde, dadurch wird das Ganze noch intimer. Und vielleicht hat sich der eine oder andere Kirchenbesucher gewundert, warum da in den ersten Reihen von Kirchen so komische Ringe festgeschraubt sind. Besonders wenn die Kirchen älteren Baujahrs sind. Dort standen früher Bildtafeln für die Kirchenbesucher, die nicht des Lateinischen mächtig waren. Und auf diesen In diesen Halterungen waren Stangen und auf den Stangen waren gestickte Bilder, damit die wussten, was der da vorne predigt. Ich finde es super interessant, weil wir an dieser, weil wir so etwas sehen wie ja, einen heiligen Moment. Also ich finde das ziemlich interessant. Ich habe mir Das auch ist der intimste Moment, ja. ja, das ist der intimste Moment. Und als Kernaussage steht bei euch auch Spiritualität. Also ich meine, ihr übersetzt es natürlich auf eine moderne Weise. Und da sind wir sozusagen in diesem Moment, an dem nehmen wir teil. Und euer Tagesimpuls zum Beispiel ist übe dich in Rückzug, Meditation und beobachte. Also ich finde es
eine ziemlich spannende Sache. Und ich finde in beiden Karten etwas Ähnliches an dieser Stelle. Wir haben die Intimität. Die Intimität, genau. Wir Dieses, schauen bei beiden durch Schlüsselloch. ja, genau. Und man merkt es hier bei dieser Karte sowieso. Eigentlich dürften wir es gar nicht sehen, was er da macht. Eigentlich, wir stehen an einer Genau. Position, wo wir gar nicht sein dürften. Ja. Wir stehen eigentlich sogar einen Schritt vor ihm. Das war zu dem Zeitpunkt ein No-Go, außer man war der Vorgesetzte vom Priester. Ja, er spricht der Papst oder der Bischof. Und Bischof, Kardinal, Ja. Ja, Domherr, interessant. whatever. Ja, ich würde sagen, damit haben wir eigentlich die beiden Karten relativ gut beschrieben. Fassen wir es mal so für mich zusammen. Neuanfang ist dieses hier. Etwas will sich entwickeln. Etwas ist am Entstehen, braucht aber noch den Schutz, die Geborgenheit. Hier ist auch der Fokus auf etwas, was entsteht, entwickelt, aber es ist eher eine Verwandlung. Es ist ein Wunder, das geschieht. Ja, so. Beim Geistlichen haben wir ganz eine andere Energie. Und diese Energie, die wir hier erleben, die kann das Kind noch gar nicht haben. Ja? Das ist eine Entwicklung. Aber die Entwicklung haben wir auch beim Menschen. Also das ist mal so. Ja, schön. Dann würde ich mal sagen, lieber Roé, wir schreiten zum letzten Kapitel unseres heutigen Yes. Ausflugs. Und zwar geht es jetzt um ein Orakel. Ui. Hast du deine Orakelkarten da? Ich habe Geht's die zur Orakelkarten immer auf Wo Mann. immer die Orakelkarten am Mann? Ich mische meine hier auch schon. Ja. Und ihr dürft jetzt wieder zwischen mir wählen und Roé wählen. Ihr dürft zwischen mir wählen. Zwischen mir und Roé wählen. So muss es heißen. Das Roé-Rakel, genau, wird wieder aktiviert. Und ich ordne mich ja diesmal total unter, weil ich ja keine Ahnung habe von der Karte, die ich jetzt gleich ziehen werde. Hoffe dann einfach nur, dass der Roé so nett sein wird und mir dann dabei hilft, sie Aber zu deuten. selbstverständlich. Aber das macht man doch. Das macht man doch gerne. Das machen wir gerne. Und deswegen geht in euch, vielleicht hat euch unsere Ausführungen ein bisschen was dazu beigetragen, dass ihr eine Fragestellung in euch entwickeln konntet. Und diese Fragestellung, die nehmt ihr einfach mal ganz persönlich. Geht vielleicht gerade um ein Projekt bei euch, das gerade in der Wiege liegt und ein bisschen Hege und Pflege braucht. Oder ihr seht euch nach diesem spirituellen Augenblick, den der Geistliche verkörpert. Was ist es, was euch gerade bewegt und beschäftigt? Und dann ziehen wir meine Karte. Hast du schon? So, ich mache das jetzt auch mal hier. So, bin mal gespannt. Oh je. Ich zeige mal meine. Du zeigst deine. Wow. Also, was ist das? Die Die Beständigkeit. Botschaft. Die Ständigkeit. Und ich habe die Hoffnung. Oh, schön. Ja, was kann man da in Kurzform sagen dazu? Wenn man beide nebeneinander liegt. Naja, wenn jetzt jemand dich gewählt hat und damit die Beständigkeit legt, was für einen Rat würdest du jetzt Für geben? ich würde den Fragenden den Hinweis geben, erlaubt dir, dich völlig reinzugeben in deinen Spirit. Erlaubt dir auch zu vertrauen, erlaubt dir auch deine Kräfte, die vielleicht in dir unbekannt und unbewusst schlummern, rauszulassen, sie zu leben und auch dir die Größe zu geben, den anderen so zu akzeptieren, wie er ist. Das würde ich so jedem, der heute diese Karte sieht und zieht, mitgeben. Und bei der Hoffnung, ich würde mal sagen, ich würde es ganz wörtlich nehmen. Ich würde einfach sagen,
Es besteht noch Hoffnung, was auch immer ihr dort, was ihr gerade habt. Für mich, ich weiß, dass die Kernaussage bei euch Vision heißt. Wir sehen da ja auch so eine Frau mit einem Schiff aufbrechen. Ich muss immer an die Freiheitsstatue unwillkürlich denken bei dieser Figur. Ja, hat was. Und da denke ich, ganz einfach, was auch immer ihr vorhabt, ich sage immer, wenn Hoffnung besteht, gibt es auch eine Chance, dass es scheitern kann. Weil sonst müsste man nicht hoffen, sonst wäre man ja sicher. Ja, ich möchte es umdrehen. Weil ich die Hoffnung habe, sehe ich das Tolle in meinem Projekt und erlaube mir auch, dass ich an das Projekt glaube und dass ich gar nicht so weit gehe, dass ich sage, ja, ich scheitere. Nee, ich bin so überzeugt, das wird gut. Ah ja, ist denn das Boot eigentlich dort hinten? Brechen die auf oder kommen die an? Das kann man schlecht sagen. Ich glaube, die brechen eher auf, gell? Das liegt im Auge des Betrachters. Ja, wahrscheinlich. Wie immer bei Aber all diesen Dingen. für mich bricht es auch auf, wobei ich habe da eine, merke ich gerade, eine andere Darstellung. Ich hab zwei Segeln auf meinen alten Karten. Schaut mal. Tatsache. Na, wobei, schau mal hier, das ist auch da, es ist nur schlechter abgedruckt. Das ist so Stimmt, ganz schwach. es ist wichtiger, bei dir ist es wichtiger, dass man die Rosen sieht. Stimmt. Das ist so. Ja. Ja. Also, Jedenfalls, ich hoffe, ihr könnt, sie streut ich auch glaube, es bricht auf. Rosenschutz. Es bricht auf. Ja. Es bricht definitiv auf. Man sieht das Heck des Schiffs. Ja. Ja, vielen Dank, lieber Roé. Ich denke, und vielen Dank euch da draußen für eure Aufmerksamkeit. Auch danke, dass ihr so Übrigens, du zahlreich hast wieder mit wieder, das dabei hat wart. Anne richtig gesehen, es sind wieder die Rosen wie beim Kind. Jetzt bist du weg. Ich höre dich nicht mehr. Mich? Ich sage ja auch nichts. Jetzt höre ich wieder. Achso. Ja, ich möchte mich bei dir bedanken, dass heute wieder stattgefunden hat, nachdem wir eine kleine Pause hatten. Ich möchte mich bei allen Zuseherinnen und Zusehern bedanken, die bis zum Schluss dran geblieben sind. Und bei den anderen, die früher rausgegangen sind, warum auch immer. Und danke an dich, Christopher, für diese schöne Sendung. Ja, Und vielen für allen Dank, anderen Roy. möchte ich einen sonnigen Sonntag wünschen. Und ja, never give up. So ist es. Und genau in diesem Sinne, euch allen da draußen, ihr wisst ja, der Sonntag ist bei den Mantikern noch nicht zu Ende. Ihr könnt Roy und Richtig. Kirsten heute noch einmal sehen beim Wochentaroskop. Ich werde es mir auf alle Fälle anschauen. Freue mich schon drauf. Und ich habe schon zu Kirsten Super. gesagt, ich möchte wissen, wie es dem Steinbock in der kommenden Woche geht. Und ich Okay. wünsche mir gute Karten. Wünschen darf man ja. Die Hoffnung stirbt zuletzt, habe ich ja jetzt gerade gelernt. Insofern, ich hoffe einfach mal drauf. Lasst uns in diesem Sinne noch einen schönen Sonntagnachmittag haben, was auch immer ihr tut. Bleibt uns gewogen und treu und wir sehen uns. Thank you.
Musik